Und was ist diese kleine Chance, die ihr erwähnt habt? Ihr hattet doch vorher gesagt, dass ihr nicht glaubt, das Wesen könnte besiegt werden. Ich hatte ein wenig Zeit zum Nachdenken. Ich kann weder vor noch zurück. Das Wesen dort drin weiß vielleicht sogar, dass ich hier draußen bin. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht. Aber etwas, was es gesagt hat, macht mich nachdenklich. Der Spiegel des Gegensatzes muss sehr mächtig sein. Vielleicht ist er mächtig genug, dasselbe mit dem Dämonenritter zu tun. Nach den Legenden, die ich hörte, haben sie Widerstandskräfte. Aber wer weiß das schon, wenn es sich um Magie handelt. Die Regeln sind nicht immer in Stein gemeißelt. Also wir sollen einen Spiegel finden und den benutzen. Aber den Spiegel wird er wahrscheinlich bei sich tragen. Obwohl, er klingt ziemlich arrogant. Vielleicht hat das irgendwo in einem Schmuckkästchen? Das Schmuckkästchen vom Todesritter. Ja, auf jeden Fall sollte sich immer noch umgucken, bevor der Kampf losgeht. Ob irgendwo persönliche Gegenstände von dem Dämon rumliegen. Ihr meint, ich sollte den Spiegel finden und ihm selbst vorhalten? Das hört sich zu einfach an. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so einfach an den Spiegel herankommt. Und selbst wenn, ihr könntet ihm dann ebenfalls ausgesetzt werden. Ich konnte einen Blick in den Raum werfen und er sah nicht sehr groß aus. Jeder im Raum kann ihm zum Opfer fallen. Na okay, wir können es im Hinterkopf behalten. Schauen, wie der Kampf verläuft, wie schnell wir Schaden bekommen, was für Zaubersprüche er spricht. Und wenn es dann nicht klappt, dann benutzen wir einfach den Spiegel, wenn wir den finden und irgendwo sehen. Ich denke, ich versuche es zuerst auf meine Art. Ein kleiner direkter Angriff, um das Biest auf seinen Platz zu verweisen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr ein grausames Tode sterben werdet. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ja, und sie lässt uns jetzt alleine reinlaufen. Was macht sie hier eigentlich die ganze Zeit? Sie hockt an einem Feuer, isst wahrscheinlich irgendwelches Moos von den Wänden und wartet? Seit wie vielen Jahren schon? Nein, so lange war die Gruppe nicht unterwegs. Sonst hätte die Mutter uns gar nicht erst losgeschickt. Na gut. Ein Umhang? Der sieht komisch aus. Düner hier, was ist das für ein Umhang? Umhang des Schildes. Plus 5 gegen Geschosswaffen, plus 1 gegen alle anderen Waffen. Anzahl der Ladung unbekannt. Hm. Ach, der Bonus gilt nur, wenn man es benutzt? Ja, nee, danke. Minsk. Was warst du? Schlagspeer. 1W6 plus 9. Wow. Oh. Jeder Angriff mit dem Speer verbraucht jedoch Ladung. Ist keine Ladung mehr übrig, löst sich der Speer auf. Och. Okay, aber plus 3 ETW0 ist super. Und plus 9 Schaden ist Hammer. Also das macht mehr Schaden als das Schwert von Gerugon. Aber mit Ladung ist es immer so eine Sache. Nee, da riskiere ich nichts. Das bekommt Düner hier, dass wenn sie mal in Nahkampf gehen muss, sie auch Schaden macht. Ihr benutzt alle die beste Munition, die ihr habt. Ja, Säurepfeile sind schon das Beste. Tränke tauschen wir auch mal aus. Hat der noch genug Ladung? Ich denke nicht, dass wir ihn fürchten können. Also nehme ich den Furchtstab mal weg, für den Fall, dass einer von denen leer wird. Monsterbeschwören ist gut zur Ablenkung. Den guckt ihr vielleicht die Monster an und nicht uns. Ja, Feuerballstab, den haben wir schon ein paar Mal benutzt. Obwohl behalte ich auch da. Ich denke nicht, dass wir ihn lähmen werden können. Also, obwohl es ein enger Raum, ne? Da werden wir keine Feuerbälle einsetzen können. Und schon gar nicht gegen einzelnes Ziel. Blitzstab auch nicht, weil Pingpong. Na gut, werden wir doch versuchen, ihn festzuhalten. Was Zauber angeht, wir werden die nicht brauchen im Kampf. Klopfen werden wir auch nicht brauchen. Festhalten. Ich mag den Zauber eigentlich absolut nicht. Aber wir probieren es mal. Unsichtbares Entdecken ist wichtig, ja. Magie bannen, auch der Feuerball kann weg. Und dafür machen wir nochmal eine Eile, falls der Kampf länger dauert. Dimensionstor. Das Teleportation dauert aber. Dauert gar nicht so lange. Zeit davon 1.
Gut, und der Rest ist Wayne. Was ist mit deinen Zaubern? Kleine Heilung wird im Kampf nicht allzu viel bringen. Furchtbann hält lang genug. Ja, mal verstricken. Ja, dann machen wir am Anfang einmal verstricken, einmal festhalten. Immerhin schießt drauf, dann macht sie ihren Flammenstrahl, sie macht magische Geschosse und die Krieger schauen zu. Obwohl, ne, er kann mit seiner Armbrust schießen. Er hat noch seine Armbrust, ne? Ja, nur keine Bolzen. 4W4 elektrischer Schaden, das klingt doch gut. Die nimmst du mal. Du musst nur dann denken, das wieder zu wechseln. So, Schutztrank, Heiltrank hast du. Stärke, Heilung, Schutz. Oh, nur ein Heiltrank. Auch nur ein Heiltrank, das ist nicht gut. Wir brauchen Heiltränke. Immun, du hattest noch welche, oder? Ja, dann gib mal 3 davon Gerogon. So, jetzt wird geschlafen. Dann wird gespeichert. Und jetzt geht's ans Tränke trinken. Tränke trinken, Tränke trinken, Tränke trinken, Tränke. Nicht mehr trinken. So furchtbar. Spiegelbilder. Am Segnung. Und Haste. Wir hoffen einfach, dass der Raum wirklich klein ist. Und 3, 2, 1, go! Oh ja, der Zauber sollte noch durchgehen. Pause. Krieger vor. Da geht's runter. Was sind das für Käfige? Au. Oh, irgendwie habe ich im Gefühl, dass in den Käfigen entweder wir reinkommen oder unsere Spiegelbilder da rauskommen. So, also die Krieger gehen vor. Die Fernkämpfer gehen erstmal da an den Rand. Die Spinne sagt zur Fliege, willkommen in meinem Heim. Ihr seid gekommen, um zu sterben. Davon bin ich überzeugt. Ja. Hallo. Nee. Ja, ich bin gekommen, um eurer Bösartigkeit ein Ende zu setzen. Natürlich seid ihr das. Ihr kamt her, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ihr glaubt, das gibt euch Kraft. Man wird eurer als tapferen Märtyrer gedenken, falls man eure Leichen findet. Wahrscheinlich ist es allerdings, dass niemand erfährt, dass ihr hier umgekommen seid, und euer Name gerät bald in Vergessenheit. Ihr seid mir nicht im Weg, genauso wenig wie die Belger da hinten. Oh, die leben noch? Oder er zeigt auf die Leichen, eins von beiden. Ihr habt euren Zweck erfüllt, und nun werdet ihr sterben. Ja, provozieren wir ihn noch ein bisschen. Er ist so schon arrogant. Wenn wir ihn nur noch bringen, gereizt zu reagieren und übereilt, ist das nur ein Vorteil von uns. Ihr scheint eurer Sache ziemlich sicher zu sein für jemanden, der seine Kraft nur an Kindern und niedrigen Chargen ausprobiert hat. Ja, das gibt eine Reaktion. Eine heftige. Sie waren meines Schwertes nicht würdig. Mit Hilfe eines einfachen Klunkers haben sie selbst zerstört. Sie sollten mir dankbar sein, dass ich ihnen erlaubt habe, durch ihre eigene Hand zu sterben. Und ich sie nicht wie Insekten umgebracht habe. Einer lebt noch. Hoffentlich der, den wir brauchen. Aber höchstwahrscheinlich. Sonst würde die Quest nicht allzu viel Sinn machen. Vielleicht sollte ich ihn nach dem alten Ritualen töten und einen richtigen Lakaien aus ihm machen. Er wird seine nutzlosen Begleiter als Untote überleben. Ihr Alter ist euer Alter, das Alter aller Sterblichen. Es ist irrelevant. Ihr kennt wahres Alter nicht und könnt es auch nicht kennen, bis ihr einen Drachen oder eine Elf überlebt habt. Oder eine Legende. Der Tod kann ewiger Schlaf oder ewiges Leben sein. Ihr werdet den Schlaf antreten und ich werde immer noch leben. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Was für ein Zweck? Ich suchte mir den Turm als befestigtes und sicheres Lager aus. Ihr wart zu dumm, um mir zu dienen, indem ihr ihn für mich von Fallen gesäubert habt. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass die Fallen dich aufgehalten haben, oder? Die Verrücktheit von Durlak hat mir ein schönes Heim gebaut und ihr habt mir die Fußboden geschrüppt. Ich glaube, jetzt will er uns provozieren.
Hä? Das vierte macht irgendwie nicht viel Sinn. Außer, sie denken hier an Abspeichern und Laden. Dann haltet mir doch euren verfluchten Spiegel entgegen. Versteckt euch meinetwegen diesmal noch hinter eurer Magie. Nächstes Mal bin ich stärker. Ja, wenn man neu lädt und anders angreift. Aber sonst wüsste ich nicht, was hier gemeint sein könnte. Na gut, weiter provozieren. Hochmütiger Trottel, jetzt habt ihr preisgegeben, dass ihr diesen Ort als Lager benötigt. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht, dass ich es auch so herausprügle? Ihr mögt fragen, so viel ihr wollt, aber ihr werdet vergeblich auf Antworten warten. Sterben werdet ihr, aber ich weiß wohl, dass die Toten nicht so schweigsam sind, wie sie sein sollten. Doch das könnt ihr nicht verstehen. Der Tod ist eure einzige Option. Ich werde euch eigenhändig mit meinem Schwert enthaupten. Ihr habt mir gute Dienste geleistet und verdient diese Ehre. Na gut, Pause ein. Wir wollten probieren, das Ganze mit Fernkampfwaffen zu lösen. Also, du, Netz, da. Du, verstricken, da. KI aus. Du, dahin. Du, dahin. Du, dahin. Und du, näher ran. Hat jeder was zu tun? Ja. Wo ist er hin? Magiewiderstand. Du vor, du vor. So, da ist er. Na gut, er ist offensichtlich nicht verstrickt, aber er zaubert irgendwas. Wir hoffen einfach mal, dass es kein Feuerball ist. Nee, dann wäre es rot. Na gut, du schmeiß mal einen Feuerball rein. Du werf ein Feuer... Was? Trank der Feuerriesenstärke. Nein, ich hab mich verguckt damals. Na gut, und du schießt. Und du schießt auch. Und der Rest steht einfach nur Wache. Wo lauft ihr hin? Oh, der hat uns entzaubert. Ärgerlich. Und die laufen jetzt alle im Kreis, weil sie sonst nicht rankommen. Das ist noch ärgerlicher. Na gut, rauf da. Oh, das wird der Spiegel sein. Aber nee, den machen wir nicht kaputt. Wir probieren es erstmal so. Du machst gleich noch einen Flammenstrahl. Und du schmeißt immer noch deinen Feuerball. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen, das lässt du jetzt lieber mal, weil die da gerade hinlaufen. Du beschwör mal ein paar Monster zur Unterstützung. Oh, wer ist verwirrt? Karl ist verwirrt. Na gut. Ja gut, er kämpft einzeln gegen die Hunde. Du schießt? Ja, die schießen alle. Du Flammenstrahl auf ihn. Du magische Geschosse. Obwohl, nee, noch besser. Du. Er ist festgehalten und konfus. Na gut, dann können wir ja in Ruhe eine Haste dahin sprechen. Ich hatte Angst, dass wenn ich ihn jetzt mit Haste, dass er dann durch die Gegend läuft mit Haste und Konfusion und alle meine Fernkämpfe abschlachtet, aber so passt das ja. Was war das jetzt schon wieder? Das war noch ein Magieverbann. Kam das vor oder nach unserer Haste? Ah, vor unserer Haste. Und Kalid ist befreit von der Konfusion. Ja, da hast du dir ins eigene Fäustchen ge... Was auch immer. Au! Weg, 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 weg. Lauf mal zu deinem Frauchen. So, du Flammenstrahl. Da drauf. Du heilig selbst. Oh, erstmal Magieschutz. Du... Wechsel mal auf deine Zweihandwaffe. Obwohl, nee, der Feuerball ist... Nee, nee. So, du schießt weiter. Du wieder magisches Geschoss. Moment mal, sie hat immer noch 5? Was läuft denn da schief? Ah. Magiewiderstand, Magiewiderstand. Gut, das bringt also nichts. Dann brauchen wir neue Wölfe. Und du schießt fleißig weiter. Und du hast den Flammenstrahl, richtig? Du schlägst drauf ein, hast deinen Magieschusstrank getrunken. Schön. Heiltrank. Und kurz Abstand. Ich sagte kurz Abstand. Geh auf die Hunde, dummer Dämon. Oh, er ist festgehalten. Oh, konfus. Nicht so gut. Na gut, du heil Khaled. Ha? Ne, er ist nicht konfus.